Hier haben wir einen Novoflex-Adapter und zwar für das Fuji X-Mount Bajonett. Und dieser Adapter ermöglicht es also, dass man hier Objektive mit Contax Yashica Bajonett an die Fuji-Kameras mit X-Mount anschließen kann. Der Adapter ist von Novoflex in der gewohnten Novoflex-Qualität. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen und ich werde Ihnen einfach jetzt mal hier so ein bisschen in dem Video zeigen, wie man den einfach hier auspackt und wie man ihn dann einfach mit dem Objektiv verbindet und hier an eine Kamera mit dem Fuji X-Mount dann befestigt. Wenn Sie den Adapter ausgepackt haben, dann ist er hier in dieser schönen Kunststoffbox verpackt und den nehmen wir jetzt auch mal direkt raus. So schaut er dann aus. Hier einfach der Adapter, vorne kommt das Objektiv dran mit dem Yashica Contax Bajonett und auf der Rückseite hier haben wir dann das Bajonett, natürlich logischerweise erstmal den Schutzdeckel abmachen hier für das Fuji X-Mount Bajonett. Und dieser Rückdeckel ist eigentlich gar nicht mal so doof, weil man muss als erstes dann hingehen und muss die Kamera jetzt hier von dem Objektiv, was an der Kamera dann ja dran ist, an der Fuji dran ist, entfernen und hat direkt dann halt eben auch hier diesen Objektivdeckel bzw. diesen Rückdeckel hier von Novoflex, den man dann direkt hinten drauf machen kann. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich immer, dass man den Rückdeckel hier auf dem Adapter lässt und so hat man halt eben auch direkt immer dann einen Schutz für das Objektiv, für die Hinterlinse, für das Objektiv von der Kamera. Dann als nächstes nehmen wir hier das Objektiv mit dem Contax Yashica Bajonett und ja, zur Erklärung gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel zu erklären. Wir haben also hier Markierungen auf dem Adapter, wir haben hier die Entriegelungstaste, die ich Ihnen auch gleich nochmal kurz zeigen werde und wir haben natürlich auch dementsprechend die Markierung hier im Objektiv und diese beiden Punkte müssen dann gegeneinander angesetzt werden. Dann dreht man das einmal fest, zack, und schon haben wir dann hier das Objektiv am Adapter befestigt. Ich empfehle, dass Sie das immer vorher machen und auch, dass Sie dann dieses Objektiv, wenn Sie den Adapter wieder abmachen wollen, dass Sie das halt eben nicht an der Kamera machen, sondern halt eben hier im Objektiv. Also zum einen, weil Sie hier einfach einen besseren Grip haben, wie man so schön sagt. Und ich würde das Ganze also nicht immer unbedingt am Objektivbajonett dann versuchen abzumachen. Sprich also, dass man den Adapter drauf lässt und dann das Objektiv abmacht. Das kann man natürlich machen, nur ich habe es mir halt eben angewöhnt. Ich mache es ganz gerne so. Eine logische Erklärung dafür gibt es nicht. Für mich fühlt es sich aber besser an. Und ich habe also ganz gern nicht unbedingt mein Objektiv dann irgendwie so auf dem Boden, wenn es dann runtergefallen ist. Aber wie gesagt, vielleicht sind Sie ja ein bisschen geschickter als ich, wie auch immer. Jetzt nehmen wir dann diesen Adapter, auch natürlich hier wieder markierungsmäßig dann alles beachten, was es zu beachten gibt. Da haben wir den anderen roten Punkt, ansetzen und ganz leichter Klick, haben Sie schon gehört. Und jetzt können Sie hier manuell natürlich, da es kein Autofokus-Objektiv ist, können Sie dann jetzt hier an der Fuji X-M1 dann hier dieses Objektiv mit dem Contax Yashica Bajonett benutzen. Wenn Sie jetzt hier das Objektiv entfernen wollen, dann drücken Sie einfach hier den Knopf nach unten. Meine Methode, wie gesagt, ist die. Und den Hebel einfach hier reindrücken, gedrückt halten, dann entgegengesetzt drehen und schon haben wir hier dann Objektiv und Bajonett wieder entfernt. Aber das wollen wir jetzt ja nicht. Wir wollen das Ganze jetzt ja an der Fuji dann benutzen. Hier noch einmal kurz die Handhabe. Ja, das war's schon. Das also hier war ein kleiner kurzer Film über das Objektiv, über den Adapter von Novoflex mit dem Fuji bzw. mit dem Contax Yashica Bajonett, um das Ganze halt eben hier an der Fuji mit dem X-Mount anzuschließen.